Friede sei mit euch, hast du, unser Herr Jesus Christus, damals zu den Jüngern gesagt, die völlig verschreckt und verängstigt waren, weil sie die Welt, weil sie Gott und sich selbst nicht mehr verstanden, als du gefangen genommen und gekreuzigt wurdest, als du ihnen entrissen wurdest. Und so bitten wir dich, dass du auch heute in unsere Mitte eintrittst und mit deinem Wort unser Herz erreicht. Friede sei mit euch. Amen. Meinen Frieden gebe ich euch. Man kann diesen Zuspruch ja ganz harmonisch wahrnehmen und ermunternd in einer Situation, die ganz ausgewogen und friedvoll ist. Und vielleicht geht es einigen von uns so, dass trotz all der Schwierigkeiten in der Welt ihr eigenes Leben relativ harmonisch und friedlich ist. Aber der Zuspruch Jesu damals traf gar nicht eine Jüngerschar, die selig verklärt ihre Nachfolge genießen konnte, sondern in diesem Kapitel Johannes 14 bis 16 finden wir die Abschiedsrede Jesu. Ist uns schon einmal bewusst geworden, in welch einer Situation die Frauen und Männer der Nachfolge Jesu damals waren? Ernsthafte Krisen werden bei uns ausgelöst durch Verlust. Und der Verlust, der damals Maria von Magdala und den anderen Frauen und den Jüngern drohte, der ist unbeschreiblich groß. Wenn wir einen Menschen, der uns nahesteht, verlieren, wenn wir einen Menschen, dessen Beziehung, dessen wir genießen, uns entrissen wird, erschüttert uns das zutiefst. Es macht uns Angst, es macht uns beklommen, es nimmt uns die Perspektive. Und all die, die ein Kind verloren haben, die einen Ehepartner verloren haben, Eltern verloren haben, zu denen sie eine enge Beziehung hatten, die wissen, wie sehr es einen erschüttern kann. Wenn dieser Verlust noch verbunden ist mit der Erfahrung der Vergänglichkeit, also wenn wir einen Menschen durch Sterben verlieren, ist es eine doppelte erschütternde Krise. Ja, manchmal können Menschen bei einer Beerdigung Tränen in den Augen haben. Die hatten gar keine Beziehung zum Verstorbenen. Die sind aus Höflichkeit bei der Beerdigung. Aber wenn einer stirbt, erinnert es mich an die Zerbrechlichkeit, die Vergänglichkeit meines eigenen Lebens. Das, was Maria von Magdala als ein Beispiel genannt, weil sie von Jesus besonders viel Rettung und umfängliche Hilfe erfuhr, das, was die 12 Jünger dort damals an Anfechtung erlitten, können wir uns gar nicht groß genug vorstellen. Jesus war für sie nicht nur ein Lehrer, er war nicht nur ein Vorbild, er war nicht nur jemand, der ihnen ein Abenteuer ermöglichte. Er verkörperte für sie das Leben. Die Beziehung, die Nachfolge, das war für sie alles. Sie trennten ihr Leben in vor der Berufung, der Begegnung mit Jesus und danach. Alles war plötzlich ihnen entrissen. Mit 17 Jahren habe ich das erste Mal diese Faszination von Johannes 14 bis 16 erlebt, als ich selbst in Zweifel, Anfechtung und Frage nach Bibeltexten suchte, in denen ich mich wiederfinden konnte, in denen ich abgeholt wurde. Und es war mir lange ein Geheimnis, warum das Sprechen Jesu in Johannes 14 bis 16 so unmittelbar mir damals schon zu Herzen ging und bis heute geht. Und es war viel später, dass ich auf das Geheimnis stieß. Was macht Jesu Reden in Johannes 14 bis 16 so besonders, so einzigartig?
Er sagt in Johannes 16, ihr werdet traurig sein, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wo hat Jesus dieses Zitat hergenommen? Johannes, Jesaja 66, Vers 13 und 14. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr sollt euch freuen, euer Herz soll sich freuen. So wie eine liebevolle Mutter Abschied nimmt von ihren Kindern, wenn sie zum Beispiel in die Klinik muss, eine Operation vor sich hat und nicht weiß, wie sie verläuft. Und so wie eine Mutter versucht, ihre Kinder vorzubereiten auf das, was die Kinder noch gar nicht erfassen können, weil sie die Trennung noch nie erfahren hatten, so bereitet Jesus seine Jünger vor auf die Situation der Angst, der Anfechtung, des Erschreckens und der Verzweiflung, auf Vergänglichkeit und Erfahrung der Verlassenheit. Ich hinterlasse euch Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Was ist dieser Friede, von dem Jesus sprechen kann, obwohl er sich doch von den Jüngern verabschiedet? Was ist das für ein Frieden, den der Auferstandene gibt, obwohl er doch nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist und der Kinderglaube der Jünger so schnell erwachsen werden muss und sie jetzt mit einem Jesus leben müssen, der wohl bei ihnen ist, aber eben nicht mehr leibhaftig anzufassen? Für uns ist der Friedensbegriff in unserem Sprachgebrauch ja zunächst schillernd. Wir haben jahrzehntelang es genossen, in unserem Land Frieden zu haben. In Wahrheit war es aber eher Waffenstillstand oder kalter Krieg. Das heißt, es ist schon eine heilvolle Erfahrung, wenn man nicht akut kämpft, wenn die Feinde nicht ins Land fallen, selbst wenn man mit ihnen nicht verbrüdert ist und nicht befreundet. Der biblische Begriff Shalom, Frieden, ist aber viel mehr, er ist viel gefüllter als nur Waffenstillstand und kalter Krieg, so sehr wir das für die Kriegsgebiete wünschen, dass wenigstens das erreicht wird, dass die Waffen schweigen, nicht für einen Tag, sondern auf Dauer. Er will mehr sein. Der Friede will aber auch mehr sein als das, was wir in unserer Tradition durchaus kennen, nämlich die Vorstellung vom Seelenfrieden, dass ich Frieden in mir selbst habe, dass ich selbst zufrieden bin. Es geht im Frieden nicht nur um mich und mein eigenes Wohlbefinden, meine Gefühle. Friede ist mehr als Waffenstillstand, viel mehr als nur eigener Seelenfrieden, so sehr wir beides für dieses kommende Jahr uns gegenseitig alle wünschen, dass wir es doch haben mögen, keinen Krieg und Frieden für unsere eigene Seele. Jesus formuliert so seltsam, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Warum sagt er das? Nun, es gibt eine zynische Verwendung des Friedensbegriffes bei Gewaltherrschern. Und das war damals in Rom so und es ist ja leider heute politisch auch so. Dass nämlich Gewaltherrscher über andere herfallen und befrieden sie. Das heißt, sie okkupieren sie und sie vergewaltigen sie. Dass dieser Begriff ausgeschlossen ist, da sind wir uns als Schwesternschaft, als Familien und Gemeinden wohl völlig einig. Das kann nicht der Friede Jesu sein, dass sich jemand egoistisch durchsetzt mit seinem Willen. Das können wir ausschließen. Nein, Friede, den Jesus zuspricht und schon der Friede, der als Shalom im Alten Testament von Gott verheißen wird, ist mehr als Waffenstillstand, Seelenfrieden oder gar gewaltsames Befrieden. Es ist mehr im
qualitativen Sinne, von der Art her, und mehr im quantitativen Sinne, vom Ausmaß her. Warum? Nun, Shalom bedeutet in der Bibel eine lebenszuträgliche Beziehung. Shalom, Frieden haben wir im Wir, in der Beziehung und Gemeinschaft. Denn unsere Bestimmung als Menschen ist, dass wir in Beziehung leben. Mit Gott, miteinander und natürlich auch in letzter Hinsicht mit uns selbst. Es geht beim Frieden also um Beziehung. Es geht um Gemeinschaft, lebenszuträgliche Gemeinschaft, lebensförderliche Gemeinschaft, das Heilsein im Wir. Und ich hatte versprochen, dass der biblische Begriff nicht nur qualitativ etwas bezeichnet, nämlich Gemeinschaft, sondern auch quantitativ eingefüllter ist. Shalom ist im Alten, wie dann Friede, Erene im Neuen Testament, nicht etwa das Begnügen mit dem Notwendigsten. Wenn die Bibel von Frieden spricht, dann sagt sie nicht, begnüg dich mit etwas. Friede, Shalom, ist überschwänglich, überfließend. Und so hat es Jesus ja vorher schon den Jüngern zugesagt und wird es in der Abschiedsrede wiederholen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und zwar im Überfluss. Das Leben haben im Überfluss in der Nachfolge des irdischen Jesus. Das Leben haben im Überfluss nach der Irritation des Verlustes ihres Herrn und der Neuentdeckung der neuen Gemeinschaft eben im Geist mit dem auferstandenen Jesus. Und so sagt Jesus auch in Johannes 15, Vers 11, das alles sage ich euch, damit eure Freude vollkommen ist. Leben im Überfluss, vollkommene Freude. Vielleicht sind wir hergekommen und haben gedacht, na, unter den Voraussetzungen unseres Glaubens und so gut, wie es uns jetzt hier im Schwabenland geht, haben wir doch das meiste vom Frieden eigentlich schon und wollen heute eher bestätigt werden, als dass wir etwas Neues erwarten. Das Neue ist, der Friede, den wir verheißen bekommen, ist viel mehr, als wir haben, denn es ist doch Beziehung. Beziehung zu Gott in Jesus Christus. Und der Friede, den Gott uns geben will, ist viel mehr, als wir haben, denn solange das Eitlinger-Treffen noch nicht im Himmel stattfindet, gibt es eine unendliche Steigerung, auch wenn der Anfang es kaum glauben lässt, dass man das noch steigern kann. Aber das kann man ja dann auch partiell im Himmel aufnehmen und weiterführen. Es gibt viel mehr, als wir bisher erfahren haben. Und alle die, die einmal Christus selbst sehen durften, wie Paulus vor Damaskus, also erst als den Auferstandenen ihn vorher gar nicht kannten, diejenigen, die ihn sehen durften, wie der Seher Johannes, nämlich den Himmel, wie er wirklich schon ist, die kamen verwandelt zurück in ihr Leben und sie konnten den Überfluss gar nicht beschreiben, der ihr Herz erfüllte. Friede in Christus mit Gott im Überfluss, Leben, wie wir es uns nur erträumen können. Ja, bedeutet das jetzt, dass wir also erwarten dürfen, dass für uns, die wir doch gläubig sind, die ganze Welt, unsere Beziehungen, unsere eigene Gesundheit schon vollendet ist? Dürfen wir als Christen also erwarten, dass alles gut wird? Denn das wird zurzeit ja auch immer wieder gelehrt und gepredigt. Ihr müsst nur genug glauben. Ihr müsst nur genug beten und dann wird jede Krankheit geheilt, jede Arbeitslosigkeit aufgehoben. Alle Probleme lösen sich, ob in der Ehe mit den Kindern. Es ist ein Mangel an Glaube,
wenn du noch eine so unheile Welt erfährst. Nein, nein, sagt Jesus, keine falschen Illusionen. Ich verheiße euch vollkommenen Frieden. Aber dieser vollkommene Friede, den ihr habt, der beruht nicht darin, dass eine vollkommene Welt da wäre. In Johannes 16, 33, das sage ich euch, damit ihr Frieden habt. Seinen Frieden. Denn in der Welt habt ihr Angst. Und der Begriff bedeutet eigentlich viel umfänglicher. Ihr habt Schwierigkeiten, Bedrängnis, Enge, Anfechtung. Und infolgedessen habt ihr im Herzen dann auch Angst, Furcht und Erschrecken. Das heißt, das Evangelium sagt tatsächlich zu, dass Jesus sagt, ihr sollt vollkommene Freude haben, Leben im Überfluss, ihr sollt überfließenden Frieden haben, mitten in einer Welt von Drangsal, Anfechtung und Not. Denn das ist das Überraschende an dem biblischen Friedensbegriff und das Überwältigende an dem Frieden, den Jesus uns heute schon schenken will. Dass dieser Friede sich bewähren soll, mitten in einer Welt der Feindschaft, der Anfechtung und Not. Es gibt eine Stelle in der Bibel, die für uns als Theologen bei der Bestimmung des Friedensbegriffes, des Shalom-Begriffes so zentral ist. Und ich sage das deshalb mit dem Theologen, weil man in den meisten Übersetzungen ihn gar nicht entdeckt. Er wird nämlich immer umschrieben. Der junge David wird von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt in 1. Samuel 17. Er solle sich bei den Brüdern, die im Krieg sind, nach ihrem Shalom erkundigen. Das heißt, Shalom bedeutet nicht, ich habe keine Probleme. So wie Christsein auch nicht bedeutet, ich habe keine Anfechtung, keine Krankheit, ich habe keine Einsamkeit. Sondern Shalom bedeutet, dass Gott mir mitten in den Konflikten, mitten in der Bedrängnis seinen Frieden schenkt. Worin besteht dieser Friede, den Jesus uns zuspricht? Nun, es sind drei Dimensionen mindestens in aller Knappheit gesagt. Es ist zunächst und grundlegend und deshalb auch überfließend und begeisternd der Friede mit Gott. Was heißt das? Wo immer ich mein Ziel verfehlt habe, wo immer ich schuldig geblieben bin, wo immer ich leiden muss an Einschränkungen von Glück, Freude, wo ich an Krankheit und Alter leide. Eine Grundlage ist mir gegeben. Ich bin im Frieden mit Gott. Ich bin im Einklang mit Gott. Ja, wie soll ich das denn sein bei all dem, was in meinem Leben Gott widerspricht? Ja, das ist ja der Grund, warum Jesus als der Sohn Gottes kam, um uns mit all der Widersprüchlichkeit zum Vater zu führen, all das, was Schuld ist, zu vergeben. All das, was Unheil ist, zu heilen. Und uns unmittelbar mit Gott zu verbinden, sodass wir vor ihn treten dürfen. In Christus sind wir Gott recht. Ja, musste Gott denn versöhnt werden? War Gott feindlich? Das wird immer wieder angesprochen als Frage. Aber das hat die Blickrichtung auf den Kopf gestellt. Nein, Gott hat uns immer geliebt, aber wir waren Feind. Gott hatte kein Problem, sondern wir hatten ein Problem. Der Begriff der Feindschaft kommt in der Bibel immer von Seiten der Menschen. Und Gott hat in seiner Barmherzigkeit und Liebe im Einklang mit seinem Sohn gesagt, wir wollen die Feindschaft dieser Welt und dieser Menschen nicht als letztes Wort nehmen. Zu meinem Glück und Heil hat Gott mein Nein nicht als letztes Wort akzeptiert. Er ist mir nachgegangen und er hat mich überwältigt. Aber nicht durch Gewalt, er hat mich überwältigt durch Liebe. Christus hat alles getragen, was uns belastet. Unsere Schuld, unsere Vergänglichkeit,
mit uns unsere Schmerzen und all das, was unsere Trennung von Gott ausmacht, bestimmt. Er hat es auf sich genommen und getragen. Wir sind versöhnt mit Gott. Als die mit Gott Versöhnten sollen wir nun Zeuge sein für seine Versöhnung. Wir sollen Spiegel sein des Friedens, den er uns schenkt und den wir haben in Beziehung zu ihm. Wir können nicht die Welt retten. Wir sind nicht Stellvertreter des abwesenden Jesus, aber er möchte in uns leben, durch uns lieben. Und so sagt es Johannes 13, 34, Jesus gerade vorher, die Menschen sollen euch sehen. Und in eurer Versöhntheit, in eurem Einklang, in der Gemeinschaft, die ihr habt, so wie ihr Frieden lebt, zum Glauben finden und kommen. Aber es gibt ein drittes noch zum Schluss. Es gibt viele Christen, die können von der Versöhnung Gottes in Christus reden. Und es gibt auch viele, die akzeptieren die Herausforderung, wenn Gott mir so viel schenkt, dann sollte ich das mit anderen teilen. Wenn Christus mir dauernd vergibt, dann muss ich ja wohl auch selbst vergeben. Ich erinnere mich daran, bei einem Vortrag zur Versöhnung kam eine ältere Dame auf den Stock gestützt gegen die Massen, die rausgingen, auf mich zu. Und so bestimmt, wie sie guckte, wusste, es war etwas wichtig. Und sie sagte, Herr Eckstein, das mit dem Frieden mit Gott, das ist überwältigend. Und das will ich gerne mir sagen lassen, dass Gott mich mit sich versöhnt hat. Dass ich mich jetzt auch mit den anderen versöhnen soll, das ist recht und billig. Das fällt mir nicht leicht, aber ich akzeptiere das. Aber wissen Sie, was mir schwerfällt? Mich mit mir selbst zu versöhnen. Wir müssen uns nicht selbst lieben, denn Liebe ist ein Beziehungsbegriff und Selbstbeziehung ist ja nicht das Ganze, es geht ja um das Wir. Aber viele von uns haben Schwierigkeiten, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das ist ein von Gott vollkommen geliebter Mensch. Das ist ein Mensch, den hat Gott mit sich in Christus vollkommen versöhnt. Wie unversöhnlich sind wir mit unserer Vergangenheit. Ich meine nicht, dass wir sie schönreden, aber dass wir sie abgeben in die Versöhnung, in den Frieden Christi. Uns selbst akzeptieren. Ja, das fällt uns schwer. Aber wenn Gott uns voraussetzungslos und bedingungslos in Christus liebt, dann dürfen wir es lernen, Frieden zu haben mit uns selbst und bei uns selbst. Wenn der Friede Gottes noch nicht uns selbst erreicht hat, wenn wir es ihm noch nicht glauben wollen, dass wir am jüngsten Tag zurückschauen auf unser Leben und sagen, es war gut im Licht seiner Liebe, dann gibt es noch viel mehr Frieden, als wir denken. Lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch miteinander diese Versöhnung feiern, Zeugnis sein vor anderen Menschen, die der Krieg in der ganzen Welt erschreckt. Und akzeptiert den Zuspruch Christi, der heute in unserer Mitte ist, wie damals am Ostersonntag, uns anstrahlt als der Auferstandene, der für uns gestorben ist und sagt, Friede sei mit euch. Wir wollen mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, welchen Weg hast du auf dich genommen? Aus dem himmlischen Frieden, der lebensüberfließenden Gemeinschaft mit deinem himmlischen Vater herabzukommen zu uns, mitten in diese Welt, in Vergänglichkeit, Hass und Krieg. Und du hast von deinem Vater und seiner Liebe und seinem Frieden gesprochen. Du hast ihn gelebt in aller Zuwendung, Gemeinschaft und Heilung. Und du hast ihn vorgelebt und durchgehalten bis hin zum Kreuz.
da hast du alle Feindschaft auf dich genommen. Und wir danken dir so, dass du als der Auferstandene auch heute bei uns bist, uns zusprichst, dass du die Welt schon besiegt und überwunden hast. Allen Krieg, den Tod und die Sünde und den Widersacher hast du überwältigt. Und wir sind in voller Zuversicht nicht auf das Jahr 2023, aber in Hinsicht auf deine verheißene Zukunft. Du wirst kommen und die Versöhnung vollenden. Du wirst uns zeigen, was wir alles durch deine Versöhnung beim Vater haben. Du wirst uns Gemeinschaft miteinander schenken in Vollkommenheit, die wir heute schon leben dürfen. Und du wirst uns auch mit uns selbst und unserer Geschichte, mit unserer Vergänglichkeit, mit unserer Einschränkung und Krankheit versöhnen. Wir gehen auf dich als den Friedefürst zu. Und wir danken dir, dass du uns nicht sagst, dass wir genügsam sein sollen, sondern dass wir mehr haben wollen. Leben im Überfluss, vollkommene Freude, mitten in der Welt, in der Gemeinschaft mit dir. Was für eine heilvolle Beziehung. Was für ein Shalom. Amen.